Servus und willkommen zurück bei Wir sind Neo. Im heutigen Video werde ich die wohl meistgestellteste Frage beantworten. Und zwar, wie viel hat mein kompletter Hausbau gekostet, so wie ihr es hinter mir sehen könnt? Dann, wie viel hat mein kompletter Containerausbau gekostet? Und drittens, wie viel habe ich für mein komplettes Projekt bis jetzt ausgegeben? Das erfahrt ihr gleich direkt nach meinem Intro. Also, dann will ich direkt mal die wichtigste Frage beantworten, die ich auch immer wieder in den Kommentaren unter meinen Videos gelesen habe. Wie viel hat denn mein gesamter Hausbau hier in Costa Rica letztendlich gekostet? Also so, wie es jetzt hinter mir steht. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe ja im letzten Video mein Haus vorgestellt. Das könnt ihr euch hier oben nochmal anschauen. Und auch in den letzten Monaten den kompletten Hausbau dokumentiert. Und ja, ich will auch nicht lange drum herum reden. Also mein Haus hat insgesamt 19.618 Euro gekostet. So wie es da steht, mit Inneneinrichtung komplett fertig. Und ich habe auch mal wieder alles genauestens getrackt und ich werde jetzt genau aufzählen, was alles einzeln gekostet hat. Also als allererstes mal braucht man einen Architekten, um die Baugenehmigung zu bekommen. Das hat bei mir 1.102 Euro gekostet. Das beinhaltet auch schon die Gebühren, die man beim Amt zahlen muss und die Versicherung, die man für seine Arbeiter braucht und eben für die strukturellen Pläne. Das Gute ist ja, dass ich mein Design von meinem Haus alles selber gemacht habe und der Architekt quasi nur noch das in einen offiziellen Plan umwandeln musste. Und dadurch habe ich da auch wesentlich weniger gezahlt als normalerweise. Und dann, der größte Batzen sind natürlich die Baumaterialien. Dafür habe ich insgesamt 6.467 Euro ausgegeben. Und das beinhaltet natürlich die ganzen Betonblöcke, die Zementsäcke und alles eben, was man sonst noch so braucht an Baumaterialien. Und der zweitgrößte Anteil war eben für meine Arbeiter. Also ich habe einen Festpreis ausgehandelt mit einem Vertrag quasi und habe dafür insgesamt umgerechnet 5.478 Euro bezahlt. Und es beinhaltet die gesamte Arbeit, um das komplette Haus zu bauen. Ausschließlich aller Holzarbeiten, das habe ich alles selber gemacht. Und eben der ganzen Organisation und Planung, das musste ich alles selber machen. Ansonsten ist das wahrscheinlich auch nochmal wesentlich mehr. Dann musste ich mir auch noch einen Betonmischer mieten. Das hat insgesamt 283 Euro gekostet für 2 Monate. Dann braucht man natürlich auch eine Menge Werkzeuge. Dafür habe ich insgesamt 890 Euro ausgegeben. Aber das ist dann auch wirklich alle Werkzeuge, die ich je gekauft habe. Also Kreissäge, Stichsäge, Schleifmaschine, Bohrmaschine, Akkuschrauber und halt die ganzen anderen kleinen Sachen wie Hammer und also wirklich alles. Also damit habe ich auch meinen Container gebaut und das kann man auch wieder benutzen. Von daher ist das jetzt auch eher ein Investment in die Zukunft. Dann die komplette Elektrik und die Verkabelung für mein Haus, auch die Lichtschalter und Lampen, hat insgesamt gekostet 576 Euro. Dann das komplette Holz für das Dach, aber auch für die Fenster und die Inneneinrichtung, hat insgesamt gekostet 1.614 Euro. Dann kommt noch hinzu die ganze Badezimmereinrichtung. Dafür habe ich insgesamt 539 Euro bezahlt. Das beinhaltet die Toilette, die Dusche, das Waschbecken und den Warmwasserheizer. Und da ich am Schluss ja ein bisschen Probleme mit den Arbeitern hatte und das Geld ausgelaufen ist, musste ich dann am Ende noch mal ein paar extra Arbeiten bezahlen für 188 Euro. Und damit wären wir dann für den Rohbau bei insgesamt 17.137 Euro, ohne aber jetzt noch die Inneneinrichtung damit zuzuzählen. Weil für die Inneneinrichtung habe ich insgesamt 742 Euro ausgegeben. Also das ist dann quasi Schreibtisch und halt so die ganzen kleinen Sachen, um das Haus ein bisschen schöner zu machen. Und das teuerste Möbelstück war dann bei mir letztendlich mein Bett. Dafür habe ich insgesamt 1.739 Euro ausgegeben. Das beinhaltet aber auch die Bettwäsche mal zwei, dann noch Kissen, Bettdecke und auch das Bettgestell, was ja alles relativ teuer ist. Aber ich wollte auch nicht am falschen Fleck sparen, weil ich ja davor 4 Jahre lang nie richtig gut geschlafen habe und dann auch Rückenprobleme hatte. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, so auf 10 Jahre, dann sind das auch gerade mal 170 Euro pro Jahr. Von daher sehe ich das auch eher als Investment in meine Gesundheit, die mir wesentlich wichtiger ist. Aber natürlich kann man da auch nochmal ein bisschen Geld sparen. Und damit kommen wir dann auf einen Gesamtpreis von 19.618 Euro. So wie es jetzt dasteht und so wie ich auch drin wohne. Und ich finde, das ist eigentlich echt ein guter Preis für ein ganzes Haus.
Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja eigentlich nur ein Gästehaus, also eine Kabine. Und da ist ja noch keine Küche dabei, weil dafür habe ich ja dann quasi meinen Container mit meiner Außenküche. Und das ist eben jetzt die zweite Frage. Wie viel hat mein kompletter Ausbau für den Container gekostet? Und wie viel der ganze Container plus Vorbereitung gekostet hat, habe ich ja schon im letzten Video erwähnt. Deshalb werde ich jetzt hier nur die Kosten für den kompletten Ausbau auflisten. Das wären zum einen eben die Materialien für 985 Euro. Dann die ganzen Baggerarbeiten, um auch das komplette Grundstück aufzubereiten mit meinem Freund Paul für 462 Euro. Dann noch zusätzliche Arbeiter, die ich bezahlen musste für 127 Euro, die mir eben geholfen haben. Dann die Kosten für das komplette Holz, fürs Dach, aber auch für die Küchenzeile für 852 Euro. Dann die ganzen anderen Dachmaterialien, eben die Dachpanels und Schrauben und was halt sonst noch so ansteht, für 772 Euro. Und dann der größte Anteil war eigentlich die komplette Verkabelung für 1038 Euro, weil ich ja einmal durch mein komplettes Grundstück 50 Meter lange dicke Kupferkabel verlegen musste, dann noch den Strommasten und den Sicherungskasten. Aber das war echt relativ teuer. Da sollte man lieber bei der Planung das so einplanen, dass der Sicherungskasten direkt am Anfang ist, damit man nicht diese ganze Strecke überbrücken muss, weil Kabel sind wirklich teuer, das hätte ich auch nicht gedacht. Und da musste ich auch noch den Elektriker bezahlen, der mir das alles angeschlossen hat, für 235 Euro. Und dann auch noch den Wasseranschluss für 185 Euro. Genau. Dann auch noch die Bepflanzung vorne für meine Grundstücksgrenze, die Palmen, für 157 Euro. Und dann zu guter Letzt eben die komplette Kücheneinrichtung, eben auch mit Waschmaschine, Waschbecken, Kühlschrank und die ganzen Küchengeräte, weil ich hatte ja vorher gar nichts, ich musste mir alles neu kaufen, hat insgesamt 922 Euro gekostet, finde ich aber auch in Ordnung. Und somit komme ich dann auf einen Gesamtpreis für den Containerausbau für 5734 Euro. So, und damit komme ich dann zur dritten Frage. Wie viel habe ich denn jetzt bisher für mein komplettes Projekt ausgegeben? Dafür habe ich jetzt einfach mal alles zusammengerechnet. Also nochmal, fürs Haus 19.618 Euro. Dann für den Container plus Ausbau 8.222 Euro. Und dann eben für mein Grundstück, was ich ja schon im letzten Kostenvideo erklärt habe, 24.422 Euro. Macht einen Gesamtpreis von 42.262 Euro. Und umgerechnet in Dollar wären es dann ungefähr 60.000 Dollar. Je nachdem eben auf den Umrechnungsfaktor. Der Kurs hat sich in den letzten Monaten eben ganz schön geändert. Und das meiste habe ich ja auch in Kolonis oder in Dollar ausgegeben. Von daher ist der Eurowert eher geschätzt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass ich insgesamt ungefähr 52.000 Euro ausgegeben habe. Und das entspricht ja auch fast meinem Budget von 50.000 Euro, ja, nur ein bisschen drüber. Von daher bin ich eigentlich ganz happy, so wie ich es mir auch ursprünglich geplant habe. Und ich hatte aber zum Glück noch einen alten Bausparvertrag in Deutschland laufen, den wir jetzt dann aufgelöst haben. Und dann sind auch noch meine Großeltern gestorben, von denen ich auch noch etwas geerbt habe. Ansonsten wäre es richtig knapp geworden mit meinem Budget. Von daher habe ich jetzt zum Glück noch genügend Puffer, um meine nächsten Häuser anzufangen. Aber das war mir auch schon während der Bauphase bewusst, sonst hätte ich eben vielleicht andere Sachen auch anders gemacht und an anderen Stellen noch ein bisschen etwas gespart. Aber ich denke, ich habe es echt geschafft, das Ganze so günstig wie es geht umzusetzen, weil ich habe überall in den Baumärkten die Preise verglichen, immer die günstigsten Angebote bekommen, auch überall nach Discounts gefragt, ja, das würde ich auf jeden Fall immer machen. Und von daher kann man schon sagen, also viel günstiger kann man es eigentlich nicht machen, vor allem ich habe auch sehr viel selber gemacht. Das heißt, wenn man es jetzt von einer Baufirma machen lässt, dann würde ich schon eher mit dem Doppelten rechnen. Und ja, einige werden sich jetzt wahrscheinlich denken, boah, 52.000 Euro ist aber echt viel Geld. Aber wenn ich mir dann denke, wie viele Leute in Deutschland ein Auto fahren, das wahrscheinlich teurer ist, denke ich mal, ist das wirklich für jeden erreichbar. Es ist eben immer eine Sache der Prioritäten, ob man eben auch sparsam leben kann und für was man sein Geld letztendlich ausgibt. Und das Wichtigste ist ja, dass ich jetzt keine Miete mehr zahlen muss. Weil ich denke mal, die meisten Leute in meinem Alter hängen ja wirklich in der Mietfalle fest. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, ja, bei einer durchschnittlichen Miete mit Nebenkosten für 800 Euro im Monat, wenn man das auf 5 Jahre hochrechnet, dann wäre man ja auch schon bei fast 50.000 Euro. Und das ganze Geld kann ich mir im Endeffekt ja wieder einsparen und noch wesentlich mehr. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch, dass ich das Ganze auch als Investment sehe. Weil wenn ich jetzt immer nur Miete zahle, dann ist es ja quasi verbranntes Geld. Das kriege ich nie wieder.
Aber das komplette Geld, was ich jetzt in mein Projekt und mein Grundstück gesteckt habe, gehört zum ersten immer noch mir und ist im Endeffekt wahrscheinlich jetzt sogar mehr wert. Dadurch, dass ich auch viel selber gemacht habe und ich mein Grundstück jetzt verkaufen würde, könnte ich es für einen höheren Wert verkaufen, vielleicht sogar doppelt so hoch. Weil hier in Costa Rica habe ich eigentlich noch nie ein Grundstück mit Haus gesehen in der Strandnähe für unter 100.000 Euro. Das heißt, ich habe mein Geld eigentlich sogar richtig gut investiert und bin gleichzeitig auch noch aus der Mietfalle raus. Das heißt, alles Geld, was ich jetzt noch zusätzlich verdiene, bleibt auch bei mir. Ja, ich verdiene zwar wesentlich weniger wie in Deutschland, aber im Endeffekt bleibt mir eigentlich mehr. Und ich habe auch noch ein gutes Investment für die Zukunft und für meine Familie und meine Kinder später. Und ich denke mal, das ist auch der wichtigste Schlüssel für die Freiheit. Erstmal überhaupt da rauszukommen aus der Matrix. Von daher kann ich auch wirklich jedem von euch empfehlen, das als eure höchste Priorität zu setzen. Erstmal überhaupt rauszukommen aus der Mietfalle, um dann sich eben ein Wohlhaben aufzubauen. Denn wenn man immer nur weiter seine Miete zahlt, dann wird man sich auch ganz schwer was aufbauen können in seinem Leben. Denn mittlerweile sind die Preise in Deutschland ja so wahnsinnig hoch, dass das sich eigentlich kein Normalverdiener mehr leisten kann heutzutage. Und genau deswegen mache ich auch meine Videos, um euch wirklich zu zeigen, dass das auch mit einem geringeren Budget machbar ist. Und ist das jetzt der einfachste Weg, so wie ich es gemacht habe? Ganz sicher nicht, sondern eher im Gegenteil. Das war wahrscheinlich die härteste Zeit in meinem Leben, aber ich habe auch eine Menge geschafft. Aber wenn ich es jetzt mal ins Verhältnis setze und ich mir überlege, ich müsste 40 Jahre lang in Deutschland arbeiten, um mir dann irgendwann mal meinen Kredit abzubezahlen, damit ich mir ein Haus leisten kann, und ich jetzt vergleiche hier ein Jahr lang harte Arbeit, aber jetzt habe ich mein Haus, es ist komplett abbezahlt, ich muss keine Miete mehr zahlen. Was ist dann wirklich der härtere Weg? Die Frage überlasse ich euch. Und wenn wir schon mal beim Finanzthema sind, möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass ihr mich auch finanziell unterstützen könnt. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr meine Arbeit wertschätzt oder euch meine Videos einfach nur inspirieren, vielleicht selber den Schritt zu wagen, weil diese Videos kosten mich auch sehr viel Arbeit und Zeit. Und ich würde mich über jede kleine Spende sehr freuen. Dafür habe ich eben zum einen ein deutsches Spendenkonto eingerichtet, was eigentlich die beste Möglichkeit ist, weil ihr dann keine Gebühren zahlen müsst. Das werde ich jetzt hier einblenden. Dann habe ich aber auch noch einen PayPal-Account. Blende ich jetzt hier auch die Adresse ein. Also entweder einfach so in den Browser eingeben oder unten findet ihr auch die Links direkt zum Draufklicken. Dann kommt ihr direkt auf meine PayPal-Seite. Aber ich habe auch eine Patreon-Seite, über die ihr mich unterstützen könnt. Da könnt ihr dann sogar einige Boni erhalten und näher mit mir in den Kontakt treten. Blende ich unten auch ein, den Link. Und ja, vielen lieben Dank für alle, die bisher gespendet haben. Das motiviert mich jedes Mal wahnsinnig weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und für alle anderen, die mich einfach so unterstützen wollen, lasst mir am besten einen Daumen nach oben da, wenn euch meine Videos gefallen. Das hilft mir sehr bei der Verbreitung meiner Videos. Oder schreibt mir auch gerne einen Kommentar unten rein. Im Normalfall lese ich und beantworte ich wirklich alle meine Kommentare. Und in meinem nächsten Video geht es dann direkt weiter mit meinem Hausprojekt. Da werde ich dann erstmal mein Grundstück ein bisschen aufräumen und alles mal ein bisschen schöner machen. Und hier könnt ihr euch nochmal mein letztes Finanzvideo anschauen über meine Grundstückskosten und die Finanzierung meines Projekts. Also bis zum nächsten Mal. Pura Vida.